Die Hauptschule Bad Wiggauen feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten umfassten unter anderem einen Leseabend und einen Tag der offenen Tür. Wir waren am 24. Mai beim großen Festakt, dem Lehrer, Schüler, Eltern und viele Ehrengäste beiwohnten, zu Gast. Ende Mai war es für die Hauptschule Bad Wiggauen soweit. Sie konnte ihr 10-jähriges Jubiläum begehen. Während die Jahre vor der Gründung eher kompliziert waren, kann man die letzten 10 Jahre als vollen Erfolg betrachten. Richtig, das waren für mich sehr schöne 10 Jahre. Wir haben uns diese Schule, ich sag, von Beginn an aufbauen können, haben uns selber ein Profil gegeben und war für uns eine unheimlich tolle Zeit und eine ganz tolle Herausforderung. Und das, was herausgekommen ist, hat man heute gesehen. Wichtig für den Erfolg in der Hauptschule Bad Wiggauen ist natürlich auch das Lehrerteam. Richtig, das Lehrerteam muss hinter dem Ganzen stehen. Wir haben unheimlich engagierte Leute, wir haben sehr kreative Leute. Und es ist aber auch, ich muss das zurückgeben, es liegt an den Kindern. Wenn wir die Kinder nicht hätten, wäre das alles nicht möglich. Und dann muss ich noch einmal zurückspielen, wenn wir unsere Eltern nicht hätten, dann funktioniert das auch nicht so, weil bei uns funktioniert, ich sage vom Elternhaus, in erster Linie Erziehung. Und wir brauchen so viel Erziehungsarbeit, brauchen wir nicht leisten hier. Überzeugt von der Entscheidung für die Hauptschule sind auch die Bürgermeister von Bad Wiggauen und St. Koloman. Ich bin absolut überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war. Die Entstehungsgeschichte war eine schwierige. Ich war ja vorher 23 Jahre in Hallein an der Polytechnischen Schule und habe dort von Halleiner Kollegen sehr wohl gespürt, dass wir da was inszenieren wollen, was einer eigentlich gar nicht schmeckt und was sie auch nicht verstehen. Gott sei Dank haben sie uns beim Land verstanden. Kann man nur zu 100% unterstreichen, wenn man sieht, mit was für ein Engagement unsere Kinder hier in Bad Wiggauen in der gemeinsamen Schule mit St. Koloman unterrichtet werden. Da muss man einen Hut davor ziehen. Und es war vor 10 Jahren, dank einiger Pioniere, die volle richtige Entscheidung, diese Schule zu verwirklichen und zu bauen. Der Christian Struber war sicherlich der Hauptinitiator und dem haben wir das zu verdanken, dass die überhaupt gebaut wurde da. Und er ist auch nach wie vor ein Freund unserer Schule da und das freut uns einfach. Das umfangreiche Festprogramm wurde natürlich von Schülern der Hauptschule Bad Wiggauen dargeboten und umfasste nicht nur musikalische, sondern auch Chordarbietungen. Ab dem zweiten Teil übernahmen die Schüler auch die Führung durch das Abendprogramm. Trommel- und Rhythmusdarbietungen fehlten im Programm genauso wenig wie ein kleines Kabarett oder sogar ein kleiner Auszug aus einer adaptierten Oper. Irgendwann stellt sich dann natürlich doch die Frage, was macht denn nun eine gute Schule überhaupt aus? Und was versteht man unter lösungsorientiertem Arbeiten? Ja, lösungsorientiert arbeiten, das heißt, mit den Themen, die da sind, das können Probleme mit einzelnen Kindern sein, Themen, die man da lösen soll, es kann aber insgesamt die Struktur einer Schule sein. Ja, ich denke, die Frage nach der guten Schule ist eine schwierige Frage in Zeiten wie diesen. Ich denke, der wichtigste Punkt einer guten Schule ist, dass sich Kinder wohlfühlen, ebenso wie Lehrerinnen, Lehrer, dass einfach das gemeinsame Miteinander eine Basis für das weiter folgende Lernen bieten kann. Wir denken, die Hauptschule Bad Wiggauen ist für die neue Mittelschule und auch für die Zukunft bestens gerüstet und wünschen ihr für die nächsten 10 Jahre alles Gute.